So, jetzt aber. Komm. 4 Stunden, die goldene Mitte. Und. Hepp! Masch! Und dann gucken wir mal, was diese. Was uns auf dieser Insel erwartet, weil uns langsam das Futter ausgeht. Und ich wette, das Spiel wird wieder damit enden, dass wir verhungern. Und ich muss sagen, dann wird es erstmal mit dem Spiel gewesen sein. Weil ich habe noch so viele tolle Spiele auf der Agenda, die ich gerne spielen möchte. Und gegebenenfalls werden wir irgendwann dann nochmal zu einer, ich will es gar nicht zweiten Staffel nennen, weil je nachdem, wie viele Folgen das sind, das kann man kaum als Staffel bezeichnen. Aber eventuell werden wir dann nochmal zurückkehren zu gegebener Zeit. Aber noch spielen wir, deswegen denken wir mal nicht an Sterben, sondern gucken, was uns auf dieser hübschen Insel hier erwartet. Ob wir hier überhaupt was finden. Ich würde gerne nochmal was jagen. Beim letzten Mal hatten wir so einen Lauf. Aber jetzt? Kannst vergessen. Jetzt läuft es überhaupt nicht. Ich bin schon hier alles am Absuchen. Sollten vielleicht so ein bisschen Struktur in unsere Reise reinbringen. Sie hat Struktur gesagt. Ja, ich kann sowas. Vielleicht. Hallo. Verarscht mich doch. Ja, so geht's auch. So. Warum hab ich denn den... Ja. Dass ich den einfach nicht gegriffen bekommen habe. The problem ist, wir haben Hunger. Wir haben bald keine Pfeile mehr. Das Leben ist kacke. Aber ich wollte ja aufhören, so zynisch zu sein. Da haben wir Hütten. Das ist sicher wieder so eine... Ja, so eine... Das ist wieder so eine Gruppe. Aber das... Ich meine, ich habe gerade noch eine Hütte gesehen. Und ich hoffe, da können wir rumlooten. Die sieht so exakt aus wie das eine Hüttelein, dass ich hoffe, dass wir nicht wieder auf der gleichen Insel gelandet sind. Das würde mich aber derbst abfacken, weil das war genau die gleiche Konstellation hier. Nein! Wir sind auf dieser gleichen Insel. Och, nee. Und warum laufen... Hallo? Das ist doch nicht wahr. Ich krieg dich! Yeah! Sag doch, ich krieg dich. So. Och nö! Wir haben es echt geschafft, auf der gleichen Insel zu landen. Das kann doch nicht sein. Verkackt nochmal. Vielleicht sollte ich mal... Warte mal, versuchen wir mal, das zu kochen und selber zu essen. Das müsste doch... So, enter to place. Ach, ihr könnt noch. Okay, gucken wir mal, was das wird. Ah. Okay, warte mal. Ach, wir können auch Schnee sammeln und da... Aber ich habe noch nicht gesehen, wie wir... Also wie wir Schnee aufsammeln können, weiß ich gar nicht. Vielleicht brauchen wir da eine Schaufel oder so. Guckt mit. Komm, das muss doch was bringen. Ja. Okay. Wir biegen jetzt mal scharf rechts ab. Weil ich meine, da eine Landbrücke gesehen zu haben. Und da können wir doch mal versuchen,
Habe ich eine Landbrücke gesehen oder habe ich mir die eingebildet? Irgendwo da. Wenn da jetzt wieder das Eingeborenendorf ist, schrei ich ganz laut. Es kann doch nicht sein, dass wir ständig an gleichen Orten rauskommen. Das ist das, ey. Das ist doch... Das kann doch nicht... was machen wir denn jetzt? Scheiße. Ach, nö. Ach, nö. Komm. Ich weiß, dann werden die direkt wieder müde. Aber da wir gleich eh schlafen müssen, können wir... Ich sag ja, die werden dann direkt müde. Einer zumindest. Wahrscheinlich der hier. Nee, Dogmeat. Ach, Dogmeat. Dogmeat kann alles ab. Okay. Bett auspacken. Komm. Ich sehe auch gar keine Viecher. Mann. So, 4 Stunden. Einpacken. Nein, einpacken. So. Und weiter geht's. Boah, ist das kalt hier. Werde ich jetzt da rechts rüber versuchen. Ja, nicht gegen den Baum. Und ich versuche mir noch einen Wolf zu angeln. Wo sind denn die Pumas, wenn man sie mal braucht? Oh, das sollte ich nicht zu laut sagen. Nachher krallt sich uns ein Puma und bringt uns um. Wo geht's denn darüber? Da hinten. Ich hoffe, das ist nicht wieder unsere Insel. Wenn doch, falle ich... Warte mal. Warte mal kurz. So. Wo ist denn unsere... Nee, das ist unsere Insel. Wir sind jetzt hier rüber und fahren... Die ist gar nicht durchgängig, oder? Aber hier ist angeblich auch nicht durchgängig. Ich hoffe, die ist durchgängig. Dann fahren wir hier rüber und gucken uns erst diese Insel an und fahren dann hier rüber. Und von da aus dann hoffentlich einmal rum, dass wir alle Inseln mal sehen. Ich hoffe, das klappt. Oh, nein, 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 nein. Wir haben Hunger, wir haben Hunger. Wir haben ganz doll Hunger, sehe ich gerade. Das ist echt... Oh, wir können uns noch was kochen. Warte mal. Da. Bauen wir das nochmal auf. Dann kochen wir uns nochmal ganz auf die Schnelle was. Weil ich sehe gerade, wir haben noch. Das Problem ist, unsere Hunde brauchen aber auch bald wieder was. Wer hat's denn am schlimmsten? Chewbacca? Klumpert. Einer kriegt was. So, der erste. Und eins kochen. Weil Herrchen hat Hunger. So. Einmal einpacken. Nein, einpacken. Warte mal, was ist denn, wenn ich Schnee mache? Ach was. Ich einfach so. Ich dachte, wir müssen erstmal sammeln. Dann können wir nämlich auch mal unseren... Was? Hatten wir Schnee dabei? Und jetzt keinen mehr? Ich verstehe das manchmal nicht. Oder haben wir keine Flasche mehr? Okay, Wasser haben wir. Ich weiß gar nicht, brauchen die auch Wasser? Oder... Keine Ahnung. Aber irgendwer hat hier gerade ganz komisch gelacht. Und wenn ich komisch sage, dann ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ich hoffe, das klappt, wie ich es mir gedacht habe. Nee, ich gegen Baum.
Aber schauen wir mal. Wie kann der denn schon wieder Hunger haben? Oder habe ich den gar nicht, habe ich gar nicht gegessen? Ich glaube, ich bin ja auch blöd. Bin auch blöd. Koche das, aber esse es nicht. Oh, ich hoffe, wir finden da was Vernünftiges. Vernünftige Jagdgründe, ein bisschen Loot. Das wäre doch schon derbst geil. So. Dann hier einmal rüber. Und dann sehen wir ja, wo wir da hinkommen. Ich habe immer so Angst um meine Schnuffis. Vor allem seit jüngsten Vorfällen. Ach, ist das schön. So ein bisschen spazieren fahren. Wenn einem nicht gerade der Magen in der Kniekehle hängen würde. Und man am liebsten seinen Hunden in den Hintern beißen würde, weil man sich irgendwann denkt, ja, sieht ja doch ganz nett aus. Ganz lecker. Dann ist es doch wunderschön. Ups, nicht gucken. Nachher passiert wieder was. Ich versuche die ganze Zeit zu erkennen, ob ich da hinten schon was sehe. Ob ich sehe nur Bäume. Ich sehe einfach nur Bäume. Das finde ich nicht nett. Wir müssen uns gleich merken, wo wir hergekommen sind. Wir sollten vielleicht öfter mal die Karte benutzen. Ich meine, wenn wir schon so ein Tool haben, sollten wir das auch nutzen. Nein, auch nicht in den Himmel gucken. Du musst dich konzentrieren hierauf. Ich fahre wieder einmal den Berg hinauf und hoffe dann, dass uns vielleicht irgendwie irgendwas Nettes vor die Flinte läuft. Und es heute vielleicht ein bisschen besser klappt als beim letzten Mal. Das wäre echt leuk. Ich sehe einfach mal gar nichts. Weder irgendwelche Häuser, noch Gefiech, noch irgendwas. Ich versuche gerade so ein bisschen auszuholen, dass ich so viel wie möglich von der Insel abdecken kann mit meinem Blick. So ein bisschen abscannen. Das war's. Ich schneide ihnen den Weg ab. Liegt da ein Boot im Wasser? Nein. Ah, fuck. Ich habe vergessen, dass sie fliegen können. Also, theoretisch. Warte mal. Kurz mal gucken. Leute, ihr lauft ja nicht weg, ne? Das ist doch ein Boot, oder nicht? Und da hinten ist auch irgendwas. Da wollen wir im Endeffekt ja auch hin, um da weiter... Ich hasse ein Boot. Ist ja geil. Ja, und... Ja, ich kann ich jetzt gerade nicht ändern, dass der hungrig ist. Ich habe auch Hunger. Das Leben ist ein Leben voller Kompromisse. Wie, hier ist nichts. Ah. Ja, Pfeile. Hey. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, sonst hätte der sich doch beschwert. Da ist wieder das Ente. Ich sollte nicht hinlaufen. So, ganz leise. Wir dürfen es nicht verschrecken wie beim letzten Mal. Psst. Denk dran. Wir sind Jäger. Wir müssen leise sein.
Leise. Nein, 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 nein. Was? Ah, Mist. Ich krieg dich, ich krieg dich. Yeah! Sorry, ich sollte nicht so enthusiastisch klingen. Ich sollte... Ah. Ah, jetzt. Okay. So, jetzt kann ich meinen Hunden wenigstens auch was bieten. One of your dogs is hungry. Dann werden wir ihm doch ein bisschen was kredenzen und direkt das nächste suchen. Wer ist denn hungrig? Du nicht? Wahrscheinlich Chewbacca, oder? Ja. Ihr habt noch. Ihr könnt noch. One of your dogs. Ja. Gut, dann, ich würde sagen, wir kochen eins mal ab. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Wenn er dann immer noch tired ist, können wir noch mal schlafen. Wer ist denn tired? Der Hundebär. Der Dogmeat sowieso nicht. Also Dogmeat ja nie. Ich überleg grad, mache ich noch eins? Nee, das lassen wir. Eins lassen wir mal roh. Falls wir noch dringend was für einen Hund brauchen. Ich glaube, die sind immer noch. Ja, ja. Okay. Dann legen wir uns noch mal ein bisschen hin. Und schlafen eine Runde, bevor wir die Insel noch ein bisschen weiter erkunden. Ich hoffe ja, dass wir hier noch was finden. Irgendwas Essbares. Irgendwie auf jeden Fall Pfeile wären nett. Komm, 4 Stunden. 4 Stunden ist gut. Dann hatten die Hunde gut Zeit zu schlafen. Ich sag doch, irgendwer ist immer hungrig. Chewbacca oder... Dogmeat, komm. Eins, dann müssen wir jetzt aber jagen. Ganz dringend. Und wir müssen was essen. Es hilft nichts. Wir müssen selber was essen. Dann sind wir wieder halb am krepieren. Und das hilft niemandem weiter. Ich fahre mal wieder einmal quer hoch. Warte mal, was ist da? Ich hoffe ja, da kommt noch mal so ein Puma um die Ecke gescheißert. Das war beim letzten Mal echt nice. Wenn ich das so sage, wird der Nächste uns wahrscheinlich umbringen. Weil beim letzten Mal war es wahrscheinlich nur ein Zufallsglück. Da war es wirklich nur Glück, dass wir da rausgekommen sind. So, was haben wir hier? Ist mal nur Betten? Ich hätte die Betten ja oben hingestellt. Milk Powder. Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was dabei. Auf! Masch, masch! Gucken wir uns mal um. Wie gesagt, immer schön die Gegend abscannen. Immer schön in die Ferne gucken. Ich glaube, das ist ein Baum. Ja, das ist ein Baum. Okay. Warum sind denn heute so wenig Tiere unterwegs? Nicht so schnell. Und warum ist da schon wieder ein Flugzeug abgestürzt? Was ist denn hier los? Sind wir im Bermuda-Dreieck? Ich meine, ich möchte mich ja nicht beschweren, aber da ist unten ist auch noch was. Aber was ist... Warum sind denn diese Inseln in einem so desolaten Zustand? Ist da wer zum Rekrutieren? Kann das sein? Dass das einfach... Okay. Nee, da kommen wir durch. Hier ist nix. Uhu. Rekrutiert. Guck mal an, das Healthcare. Bandages und ein Medikit. Nice. Und noch mehr Essen.
Ein Proteinriegel. Was ist das denn für ein riesen Proteinriegel? Okay. Kurz mal gucken, ob ich nichts verpasst habe, vergessen habe, übersehen habe. Ihr wisst es ja, das mache ich schon mal gerne. Dann habe ich, meine ich, auf der Seite irgendwas am Strand gesehen. Aber erst gucken wir mal auf die Karte. Was? Achso, genau. Und dann wollte ich ja hier weiter. Okay. So. Das heißt, einmal rückwärts, einmal ausparken. Miep, 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 miep. Miep, 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 miep. Ich weiß, ihr habt Hunger. Wir müssen erst jagen.